Hallo Freunde. Viele arme Tiere streunen durch die Straßen der Stadt, abgemagert, gequält und versuchen zu überleben. Leider haben nicht alle dieser Tiere eine zweite Chance auf ein unbeschwertes Leben. Der streunende Kater Barnaby war 15 Jahre alt. In einem so ehrbaren und fortgeschrittenen Alter konnte der Kater sich glücklich schätzen, wenn er ein wenig zu fressen hatte. Er war sehr dünn, nur Haut und Knochen. Der Kater wanderte Tag für Tag durch die Straßen von New Jersey. Das Alter war keine besondere Freude, Hunger, Beschwerden beim Laufen und sogar ein entzündetes Auge. Aber alles auf dieser Welt geht einmal zu Ende. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Und im Leben des Katers begann eine andere Phase. Direkt auf der Straße wurde er von Freiwilligen der Rettungsorganisation Voorhees Animal Orphanage aufgelesen. Barnaby bekam einen Schlafplatz und eine Schüssel mit Futter. Das ist schon etwas wert, nicht wahr? Im Tierheim staunten alle über seinen Charakter. Der Kater erwies sich als unglaublich sanft, liebevoll und strahlte gegenüber allen anderen Zuneigung aus. Die Mitarbeiter des Tierheims fanden, dass dieser Kater wie kein anderer ein Zuhause brauchte. Also taten sie alles, um ein neues Zuhause für ihn zu finden. Natürlich war die Hoffnung, dass jemand einen alten und kranken Kater zu sich nehmen würde, illusorisch. Dr. Ed Sheehan erfuhr von dem Kater und seinem schweren Schicksal. Dr. Sheehan ist Inhaber einer kleinen Tierklinik. Die Absichten des Arztes waren die besten, bei der Behandlung des Katers zu helfen und Barnaby zu unterstützen. Der Arzt beschloss, ins Tierheim zu fahren. Was dann passierte, kann man nicht anders als Magie und Beziehungschemie bezeichnen. Es scheint, dass der Himmel deutlich gemacht hat, dass die beiden füreinander bestimmt waren. Schade, dass sie sich so spät kennengelernt haben. Aber besser spät als nie. Ed konnte, kaum dass er den unglücklichen Kater erblickte, ein freundliches Lächeln nicht unterdrücken. Alle, die dabei waren, als der Arzt mit Barnaby Bekanntschaft schloss, versichern, dass es schien, als würde im Raum die Sonne aufgehen. Bei allen erhellte sich die Seele. Der alte Straßenkater lief bereitwillig zu Dr. Sheehan, machte es sich bequem und schnurrte zum ersten Mal seit vielen Jahren glücklich. So wurde die Frage nach Barnabys weiterer Unterkunft gelöst. Als Barnaby abgeholt und zu Dr. Sheehan ins Büro gebracht wurde, lief er sofort durch das Büro, als würde er schon lange hier leben. Er übernahm schnell die Rolle des Aufpassers. Er geht alle Ecken ab, als ob er Angst hätte, eine Stelle auszulassen. Wenn es dunkel wird, setzt er sich zu mir auf die Knie und prüft, ob ich die Dokumente richtig ausfülle, sagt Tierärztin Rachel aus der Klinik von Dr. Sheehan. Wir geben ihm Antibiotika und sein Zustand scheint sich zu verbessern. Er nimmt sogar etwas an Gewicht zu. Trotz seines Alters ist Barnaby sehr lebenslustig. Er mochte sofort ein spezielles Futter für ältere Katzen und ihm gefällt, wenn er gebürstet wird. Außerdem nimmt er sogar seine Antibiotika gerne ein und ist nicht launisch. Dr. Sheehan und seine Frau nahmen diesen Kater mit, weil sie genau wussten, dass der Unterhalt eines älteren Tieres mit seinen Krankheiten und Problemen für einen gewöhnlichen Menschen eine Belastung sein könnte, auch finanziell. Denn die Rechnungen für tierärztliche Behandlungen sind in den USA nicht niedrig. Aber im Gegenzug für ihre Freundlichkeit erhielten sie auch einen liebevollen und zärtlichen Freund. Manchmal hat Barnaby wenig Appetit und mag nicht fressen. Dann gibt ihm die Krankenschwester eine spezielle Futtermischung mit Vitaminen und füttert ihn in kleinen Portionen mit dem Löffel. Barnaby kann wegen seines Alters außerdem nicht so gut sehen. Er weiß, dass er schon alt ist, aber er bekommt hier viel Liebe und Fürsorge. Er ist ein glücklicher Junge, sagt Claire. Es ist unser Ziel, dass er so lange wie möglich gesund und glücklich bleibt für die Jahre, die ihm noch bleiben. Niemand weiß, was er in der Vergangenheit durchmachen musste, aber jetzt lieben wir ihn alle und kümmern uns um ihn. Man sagt, dass Katzen neun Leben haben. Vielleicht hat ihm das Schicksal ein neues, glückliches Leben eines geliebten Haustieres geschenkt. Und sein Alter wird Barnaby in Wärme und Freude, Fürsorge und Pflege verbringen. Und die Hauptsache ist, alle mögen ihn. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und vergesst nicht, es mit Freunden zu teilen. Bis bald!